Moin und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Wunschgetreu. Heute zeige ich euch das hier. Was ist das genau? Das ist eine Geschenkbox. Noch genauer, das ist eine Explosionsbox. Warum Explosionsbox? Auch das ist ziemlich einfach erklärt. Wenn man diesen Deckel abnimmt, ist das so, als wenn sie ihren Inhalt explosionsartig preisgibt. Wollen wir nochmal schauen, ob es funktioniert. Tada! Und schon kommen wir zu dem, was sich drin befindet. Der Inhalt der Explosionsbox. Das ist der Deckel, ganz klar. Den brauchen wir nur einmal, nämlich um das ganze Geschenk letzten Endes zu verschließen. Wir haben hier überall diese kleinen Schachteln und Boxen, alles sehr schön gefaltet, in verschiedenen Formen und Strukturen, ob als Herz oder wie eine Ziehharmonika. Dann haben wir hier wie so eine Art kleines Fotoalbum, das kann man dann so aufstellen. Dann haben wir hier dieses wunderschöne kleine Türchen, oh, über Kopf. Da ist dann ein Herz drin. Noch einmal kleine Boxen und kleine Umschläge. Ein paar Kärtchen, 10, 12 Stück müssten das sein in etwa. Was ihr mit diesen Kärtchen machen könnt, das zeige ich euch gleich. Hier nochmal eine Art Lotusblüte, auch die kann man aufmachen und dort etwas reinpacken. Und dann haben wir natürlich die Box selbst, in der sich drei verschieden große Inlays befinden. Und diese Inlays beinhalten an der Seite diese kleinen Taschen. Und in diese Taschen, da kommen diese Karten rein. Unter anderem, ihr könnt natürlich auch andere Sachen reinmachen, aber diese Karten auf jeden Fall, die passen in jede dieser drei Boxen. A4 Taschen müssten 12 Karten ergeben. Und damit kommen wir schon zum eigentlichen Anwendungszweck. Diese Geschenkbox ist in erster Linie natürlich so gedacht, dass man in dieser kleinen Schachtel hier ganz zum Schluss das eigentliche Geschenk reinmacht. Der Clou an der ganzen Geschichte ist aber, dass man all diese Flächen nutzen kann, um sie zu dekorieren. Man kann sie bemalen, man kann sie bekleben mit Fotos, mit irgendwelchen Stickern oder mit irgendwelchen selbstgebastelten Sachen. Man kann es verzieren mit kleinen Strasssteinchen, mit Muscheln, mit was auch immer, was einem so einfällt. Da ist eure Kreativität natürlich keine Grenze gesetzt. Und das Schöne daran ist, auf diese Weise könnt ihr diese Box, die so schön schlicht und schwarz ist, ganz einfach individualisieren und erstens so gestalten, dass es zu euch passt, dass jeder sehen kann, dieses Geschenk ist von dir. Und zweitens könnt ihr ein Geschenk so gestalten, dass es zur beschenkten Person passt. Hier ein kurzer Hinweis. Weitere Infos zu diesem Produkt findest du unter dem Video in der Beschreibung. Und wenn dir dieses Video gefällt, dann lass uns ein Like da. Abonniere unseren Kanal und drück auf die Glocke, damit du kein Video mehr verpasst. Und nur um euch mal ein Beispiel zu nennen, wie man das Ganze handhaben kann, ist natürlich ganz klar. Mal abgesehen davon, dass ich euch jetzt nicht zeige, wie wir es dekorieren, denn das könnt ihr in Beispielvideos sehen, die wir unten verlinken. Ihr könnt zum Beispiel eure fertig dekorierten Karten oder diese ganzen schönen tollen Sachen, diese kleinen Schachteln und Umschläge benutzen und klebt sie an verschiedenen Orten in den Inlays oder auf der Box fest. Natürlich, am besten ist der Überraschungseffekt, wenn das in der Box passiert. Ihr macht die Karten fertig, positioniert sie in diesen kleinen Taschen. Darauf können sich dann Grußbotschaften oder Fotos befinden. Und dann fangt ihr an, wie zum Beispiel dieses Herz auf der einen Seite festzukleben, die Blüte auf der anderen Seite. Diese kleinen Karten hier, dieses, ja, ich würde das mal pauschal Fotoalbum nennen, denn das ist das, was mir am ehesten dazu einfällt. Kommt dann auf die nächste Karte. Unten rein oder an der Seite dieses andere Herz. Ganz unten kommt dieser kleine Umschlag, in dem ihr nochmal was extra reinpacken könnt. Und darauf liegt dann ganz zum Schluss die Box, in der sich das eigentliche Geschenk befindet. Und natürlich könnt ihr auch den Deckel integrieren in der ganzen Geschichte. Und macht zum Beispiel diese Ziehharmonika drauf.
Die könnt ihr einfach schön dekorieren, farbenfroh oder schon mit einem gewissen, ich sag mal, Vorgeschmack auf den Inhalt, so dass man schon im Vorfeld erahnen kann, was da drin ist. Und dann baut ihr das Ganze zusammen. Ihr müsst natürlich nicht jedes einzelne Teil nehmen, das ist euch überlassen, je nachdem wie überladen ihr das haben möchtet oder nicht. Ich packe jetzt einfach nochmal wieder alles rein, dass ihr sehen könnt, es passt tatsächlich so zusammen. Fertig. Aber wofür benutzen wir jetzt diese Geschenkbox ganz genau? Ich kann es euch ganz einfach sagen, die Fläche in dieser Box und um dieser Box herum dient quasi als Leinwand für alles Mögliche, was es im Leben zum Feiern gibt. Da fällt mir zum Beispiel ein, macht doch einfach eine Geschenkbox für einen guten Freund, einfach nur um ihm zu zeigen, wie wichtig ihr euch ist. Klebt gemeinsame Erinnerungen rein, gemeinsam erlebte Dinge. Natürlich könnt ihr das Ganze auch machen zum Jahrestag, zu einem Jubiläum oder sogar zur Verlobung oder zur Hochzeit. Selbstverständlich geht das Ganze auch zum Geburtstag oder was ist denn mit einer bestandenen Abschlussprüfung? Ich finde, das ist eine ziemlich geile Idee. Einfach gemeinsam erlegte Dinge auf jeder dieser Flächen innen und außen draufkleben, das Ganze beschriften, Grußkarten reinmachen und so weiter und so fort. Das ist ein Geschenk. Darüber freut man sich ein Leben lang. Und wenn ihr diese Box so wie sie es gefällt, dann schau mal unter dem Video, da haben wir sie für euch verlinkt. Und für dieses Do-It-Yourself-Geschenk arbeiten wir für euch natürlich an Lösungen, an Gestaltungsvorschlägen. Schaut doch einfach mal unten in die Videobeschreibung, ob ihr vielleicht schon einen neuen Link findet. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und freue mich, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder dabei seid.